Ja, in der Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendeinrichtung Matene und der sozialpädagogischen Familienbegleitung Oberwallis haben wir eigentlich zwei Hauptschnittstellen. Einerseits, wenn Kinder und Jugendliche, die von der sozialpädagogischen Familienbegleitung bereits unterstützt werden, wo es notwendig wird, dass diese eine stationäre Unterbringung benötigen und es so zu einem Übergang in die Institution kommt. Dort sind wir am Zusammenarbeiten. Und die andere Schnittstelle ist, wenn Kinder und Jugendliche in unserer Institution platziert sind und wir im Austrittsprozess merken, dass eine ambulante Fortführung der Unterstützung notwendig ist, involvieren wir die sozialpädagogische Familienbegleitung, insofern die Familien sich darauf einlassen können. Ja, die Zusammenarbeit in den Fällen, in den wenigen Fällen, wo wir in dem Sinn zusammenarbeiten, erleben wir als sehr kooperativ, flexibel und wir bekommen auch zeitnah die notwendigen Informationen, die wir brauchen. Im Austausch auf Leitungsebene schätze ich die Zusammenarbeit mit Sabine Fuchs sehr. Sie engagiert sich sehr für die Anliegen von Kindern und Familien im Oberwallis und ist auch sehr engagiert dabei, die Zusammenarbeit der in diesem Bereich involvierten Fachorganisationen voranzubringen und zu unterstützen. Ja, die sozialpädagogische Familienbegleitung Oberwallis sehe ich als ein sehr niederschwelliges, alltagsnahes Angebot, welches Familien in herausfordernden Erziehungssituationen ermöglicht, bestehende Probleme anzugehen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Wird die sozialpädagogische Familienbegleitung rechtzeitig involviert, bin ich der Meinung, können so schwierigere Situationen vermieden werden und unter anderem auch eine Platzierung in einem Kinder- und Jugendheim. Ja, einen konkreten Zusammenarbeitsveränderungsbedarf sehe ich im Moment nicht. Gleichzeitig stelle ich mir aber die Frage, wir sind die Institution Matene und die SBFO sind im gleichen Bereich tätig. Beide haben das Ziel, Familien, Kinder, Jugendliche in herausfordernden Lebenssituationen zu befähigen, ihre Lebenssituation zu bewältigen, gut zu bewältigen. Und dort stelle ich mir manchmal die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, gewisse Synergien zu nutzen, sei das im Bereich Weiterbildungen, Weiterentwicklung von Angeboten und so weiter. Ja, vielleicht als Teil eines Kompetenzzentrums für Kinder und Familie Oberwallis. Weil ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, haben wir sehr viele kleine Institutionen im Oberwallis und wahrscheinlich würde es Sinn machen, diese Kräfte besser zu bündeln, damit man die Organisationen weiterentwickeln kann und auch besser auf den Bedarf, den das Oberwallis hat, reagieren kann und so neue Angebote schaffen könnte.